Ankunft in Dikili. Die ersten aus Griechenland abgeschobenen Flüchtlinge landen an der Westküste der Türkei. Am Morgen waren zwei Schiffe von Lesbos ausgelaufen, an Bord die ersten rund 130 Menschen, die nach dem Abkommen mit der EU in die Türkei zurück müssen. Sie werden nun in ein Lager in der Nähe der Hafenstadt gebracht. Nicht alle sind damit einverstanden. In dem beliebten Badeort regt sich Protest der Einheimischen. Hier leben 45.000 Menschen, aber mit den Touristen im Sommer werden es bis zu 300.000 sein. Mit noch einem Flüchtlingscamp hier wird es einfach zu eng. Das ist hier ein Badeort, aber wir können jetzt nicht mehr in Ruhe schwimmen. Unsere Kinder können nicht mehr alleine an den Strand. Sie hätten die Bürger von Dikili wenigstens fragen müssen, was wir davon halten. Zudem gibt es, ähnlich wie in Europa, Ängste, dass unter den Flüchtlingen Terroristen sein könnten. Vom IS, aber angesichts der innenpolitischen Lage auch von der PKK.